Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Teil des Realistik-Zoos. Im letzten Teil haben wir eine Pelikan-Entenanlage gebaut. Ich habe jetzt in den Zoo noch Tiere reingesetzt. Und ich wollte euch jetzt nochmal den Zoo zeigen mit Tieren, damit ihr ein Bild habt, wie halt mit Tieren aufgebaut ist und alles gut klappt. Zuerst mal diese dämlichen Icons weg, die nerven mich auch. Und hier sind wir am Truthahn-Gehege. Und das sieht eigentlich ganz gut aus mit den Truthähnen drin. Dann kommen wir zum Entenweiher. Und da kann ich euch eine meiner eigenen Kreationen vorstellen. Die Stockente. Da ich ja jetzt selber Tierprojekte mache und auch Erlaubnis habe, Tiere umzuskinnen, kann ich jetzt selber meine eigenen Tiere kreieren. Und hier seht ihr auch schon eine Ente, die zweite, die ich gemacht habe, die Stockente. Die lebt hier zusammen mit Bergenten, das Weibchen, und dahinter seht ihr Bergenten. Die leben hier alle und das geht ihnen gut. Die Flamingos habe ich noch nicht reingesetzt, weil hier kein Zaun durch die Steine führt, weil die da abhauen. Das habe ich in einem vorherigen Video schon mal gemacht, aber es hat nicht gut geklappt. Und jetzt sind wir gleich am Nandu-Gehege. Ich habe das Gehege mit Darwin-Nandus gefüllt und mit Chili-Krieg-Enten. Ich fand das passend, weil die ja beide aus Südamerika kommen. Und deshalb leben die beiden Arten hier halt zusammen. Dann gehen wir weiter zu den Pelikan. Eigentlich sollten da Streifengänse rein, aber ich habe da meine eigene Kreation, die Whitman Five Guns, reingetan. Hier alles klappt auch wie Zoopedia. Also das weibliche Icon klappt, keine Sorge. Ich habe das Pack schon erneuert, aber auf meinem neuen Computer. Ich habe ja zwei, einen neuen, einen alten. Auf dem neuen, mit dem ich die Videos mache, habe ich das neue Pack noch nicht draufgeladen. Und die leben hier halt schön mit Pelikan. Und jetzt bauen wir weiter mit dem Vogelhaus. Im letzten Teil habe ich schon mal etwas gebaut. Aber der wurde zu lang und war auch viel zu groß, um ihn auf YouTube hochzuladen. Deshalb habe ich jetzt schon mal angefangen, um uns Arbeit zu ersparen. Der Grundriss war schon vorher fertig, dann habe ich hier halt nur ein paar mit statt durch den Holzzaun ersetzt. Und da Lino ja sehen wollte, wie ich die Treppen von Snow Leo mache, zeige ich das jetzt mal und ich hoffe, dass er damit was anfangen kann. So. Jetzt ist das Gelände geebnet. Mach mal die Bäume weg, damit ich ihn nicht lösche. Jetzt mache ich den Weg ins Treppengeländer. Unten eine Treppe, also ein Weg, und hier oben auch wieder ein Weg. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt daran so besonders sein sollte. Das müssen die Sachen zu finden. Okay, die letzte Top ist unnötig. So, das war der Treppenbau. Und jetzt bauen wir weiter mit dem Vogelhaus. Also das soll ähnlich nach dem Vogelpark Weißrode aufgebaut sein. Also Maschendrahtzäune innen drin. Mach mal Pause, weil sonst nervt, weil diese Geräusche mich nerven. Also ich mache die Zäune ruhig nicht so breit, weil im Zoo sind die auch nicht so riesig, diese Gehege. Hier gibt es jetzt einen Fehler, weil das uneben ist. Also die Zäune sind nicht parallel zueinander. Okay, der Zaun sieht nun nicht so gut aus, aber was will man da machen? Dann wird das eben ein größeres Gehege. So eine Voliere eher.
Soll ich lieber nicht so machen. Lieber diese Form. Weil ich mag diese Ecke hier nicht so, aber soll man machen. Ich finde es auch gut, wenn irgendjemand, ich weiß nicht, ob ich das kann, mal solche Zäune hier mit Hintergrund, zum Beispiel Bäume oder Pflanzen oder gemalte Pflanzen und Tiere drauf sind, damit alles so tropisch und wie in echten Zoos aussieht. Zum Beispiel im Tibergettdorf, da sind die Gehege, wenn da nicht so viele Pflanzen drin sind, auch immer mit solchen bemalten Wänden abgeschlossen. Und das gefällt den Tieren auch und es sieht auch halt eigentlich ganz nett und schön aus. Also die Volieren sind jetzt unterschiedlich groß. In die Mitte kommt vielleicht auch noch eine Voliere, aber aus Glas. Mal zu klein. Ich glaube, wir nehmen das. Nee, das ist besser. Ach, nehmen wir einfach ein durchsichtiges, eine durchsichtige Voliere oder das. So hoch wird sie dann halt mit der Decke, stimmt es dann überein. Es ist ein relativ großes Vogelhaus, wenn man sie den Menschen hier vergleicht, aber das ist eigentlich gut. Also in dieses Vogelhaus werde ich auch viele meiner eigenen Kreationen mit einbauen, weil es viel, also Vögel noch nicht gibt für ein Vogelhaus. Also es geht schon gut, aber ich ergänze häufig mal ein paar von mir. Letztens erst habe ich eine Kuba-Amazone gemacht und die werde ich dann später auch mal mit einbauen, wenn sie fertig ist. Zum Beispiel könnte man hier sonst nicht mit einbauen, aber den mache ich später. Also in dieses Vogelhaus kommt sicher der Weißbrust-Tukan, den ich gemacht habe. Hier seht ihr ihn. Er kommt dann halt in diese Voliere rein. Also vorher nur 4 Tukan-Arten gab und das war mir ja halt etwas zu wenig. Und dann kommen noch solche kleinen Prachtfinken rein oder Bienenfresser, die passen auch sehr gut. Oh. Ich hatte aus irgendeinem Grund, hier waren hier ein paar Diamantfinken drin. Aber die kann ich ja auch gleich vorstellen, also ich habe Gold-Amadinen gemacht und Diamantfinken. Die werde ich auch alle in eine Voliere stecken. Der Platzbedarf ist niedrig, also verstehen wir sie miteinander. Hier rechts die Gold-Amadine und daneben die Diamantfinken. Ich bin eigentlich sehr zufrieden mit meinen beiden Kreationen hier und die werden auch eine Voliere bevölkern. Und halt hier leben. Also in diesem Teil haben wir zwar nicht sehr viel geschafft, aber im nächsten Teil bauen wir dafür umso mehr und machen halt das Haus fast fertig. Ich will die Zeit nicht überschreiten, weil sonst dauert es viel zu lange, das Video hochzuladen. Und deshalb höre ich jetzt auf und sage tschüss.